Haben Sie sich eigentlich entschieden? Ja. Und Ihre Entscheidung ist? Ich möchte keiner sein. Wenn du den Zauber an Vertrauen zahlst. Dann werden wir gleich mit dem Herrn Melvin reden. Verkaufst, dann ist das ja okay. Okay. Aber nur an Vertrauenswürdigen. Ja, ich verkauf's nicht an euch. Herr Melvin, haben Sie Ihre blaue Kugel dabei? Ich hab keine blaue Kugel. Ich hab welche. Da, Herr Olaf, Sie bleiben bitte hier. Oh, ich muss jetzt Sie bleiben hier. Aber das sind so. Sonst werf ich sie aus der Stadt. Erkennen Sie was? Mhm. Das sind meine Füße. Die stinken so hart, dass man schon die Farben sehen kann. Klar doch. Okay. Mit dem Herrn Ramon hatte ich schon ein ernstes Gespräch gestern in den Abendstunden. Ja, Sie müssen jetzt dem Herrn Olaf sicherlich auch irgendwas sagen. Weil ich möchte keine Kreatur in der Stadt, die Magie verwendet. Die Kreatur, ich bin ein Mensch wie du. Und Melvin. Jetzt reden Sie sich nicht das. Ein Mensch. Okay. Mhm. Ich habe menschliche Gefühle. Herr Ramon, Sie waren bei dem Vorfall in der Stadt dabei, wo sich 3 Personen verwandelt haben. Ja. Der Herr Olaf war dabei. Ja. Dürfte ich mich für kurze Zeit entfernen? Ich komme gleich wieder, ich brauche was zum Essen, sonst sterbe ich nicht. Danke. Boah, gibt es hier. Also, diese Wölfe sind starke Kreaturen. Und ich weiß, dass man diese komische Wolfs, dieses Gedöns da wegbekommt. Und jetzt muss ich sie leider vor die Wahl stellen, dass sie entweder weiter mit der Magie machen oder eben den Weg des Werwolfs gehen, aber Der Werwolf war ehrlich gesagt für mich so oder so nur ein Zwischenstopp. Ich habe nämlich herausgefunden, wie ich schneller und stärker als ein Werwolf sein kann, deswegen verzichte ich auf den Werwolf. Also Sie würden auf Ihre Werwolfart verzichten? Ja. Wollen wir dann? Das heißt, wir testen den Trank an den beiden? Ach, wieso nicht ein Kaninchen sein? Warum trinkst du nicht den und lässt dich dann vor einem Werwolf kratzen? Naja. Ich hab ihn schon getrunken, nachdem ich gebissen wurde. Also funktioniert er. Entschuldigung. Ich hatte mich davor noch nie verwandelt, also. Aber bei Ihnen beiden ist es ja so, Sie haben sich schon mehrfach verwandelt, denke ich mal. Ja. So meinst du, ja. Und ja, das Problem ist nur, wo testen wir das? Wird das schmerzhaft werden? Bestimmt. Heil. Ja. Denken Sie dran, das ist für Ihr Bestes. Ja. Ich wäre ja für die Mine unten. Am besten. Für die Mine. Aber keiner scheint. Am besten da, wo die heiße Lava ist. Falls sie wirklich hier bleiben, falls die zwei sich wirklich nochmal verwandeln sollten, dass wir sie zur Not mit einem kleinen Schubs in die Lava schubsen können. Bitte? Nee. Sie gehen das ein bisschen. Naja, ich gehe nur von dem Standpunkt aus, falls der Trank nicht hilft, beziehungsweise den Nebeneffekt haben sollte, dass die zwei sich verwandeln und nicht mehr zurückverwandeln können.
Man muss ja jeden Blickwinkel in Betracht ziehen. Deswegen werden wir es erstmal an allen von beiden austesten. Wer möchte? Freiwillige vor. Ich bin zurückgegangen zu. Ich wäre dafür, dass es Ramon macht. Er ist doch so ein netter Schmied. Er darf ja doch als erstes erlöst werden. Hm. Wow. Bin ich nicht toll. Dann würde ich jetzt kurz die Tränke holen gehen. Sie nehmen hoffentlich noch ein bisschen Schutzzauber mit. Ja. Und wieso muss man sich gegen mich schützen? Ich bin der ganze Zauberer. Gegen. Herr Melvin, ich wurde schon wieder verzaubert. Könnten Sie bitte das lassen, gegen andere Ihre Magie anzuwenden, vor allem gegen die Stadtwachen? Danke. Ich gehe kurz die Tränke besorgen. Machen Sie das. So, meine Sachen habe ich da hinten schon abgelegt. Okay, dann. Bis auf die vier. Dann macht der Herr Olaf dort seine rein. Gut. Ich möchte nicht von meinem Buch nicht sein, ehrlich gesagt. Das Buch ist wie ein. Warte, werden gesperrt. Ich weiß es nicht. Ich möchte nämlich. Ich habe mich inzwischen so gut ernährt, dass ich. Ich fühle mich gesünder und ich möchte dies nicht verlieren. Ach, lass den Zufall entscheiden. Ich bin Erster, ich darf mich als Erstes heilen. Ach ja. Ja. Aha. Sehen Sie? Ich bin kein Werwolf, ich bin nur ein Teenager. Genau. Und. Das ist so nervig, dass man sich überall an den ganzen Körper Haare bekommt. Digga, ich hab selbst Arschkram. Herr Melvin, wenn das alles klappt, dann unternehmen Sie was gegen Ihren Lehrling. Was? Ich bin doch der Beste bisher. Am besten. Nein. Nehmen Sie ihm die Stimme mit einem Zauber oder erteilen Sie mir den Auftrag und ich komme mit einem Messer. Verwandeln wir die beiden als schnellstens zurück. Ja. Ich hoffe, du bekommst seine Erlaubnis. Was? Da unten ist noch ein Werwolf. Da unten. Hau ab. Du Dreckiges. Das ist echt abgefahren. Das Abgefahrenste. Gut. Mach auf das. Der ist Geschichte. Ich gehe ganz kurz oben zusperren. Ich kann nur Fleisch essen. Ernsthaft? Ich hab kein Fleisch. Ich hab auch. Oh, verdammt. Ja. Toll, jetzt hat er mal ein Sandwich. Ja, Olaf, Sie mein bleiben Sandwich. Bitte da an der Ecke stehen. Das bekommen Sie gleich wieder, keine Sorge. Was will der jetzt? Ich weiß es nicht. Ich sperre jetzt ganz kurz hier zu, damit keiner runterkommt. Ja. Ich brauche unbedingt ein Schwert. Können gerne meins haben. Oben in der Kiste hier, mit Blei und Silber. Das kriege ich aber dann bitte wieder, Herr Melvin. Ja, ja. Ich brauch das nur für. Naja. Für eine etwas. Ja. Nein, geh weg. Und denkst du, ich würde sterben wollen?
Ich glaube eher nicht, also lassen Sie das. Ja, dann schlagen Sie vielleicht nicht mich. Meine Güte. Wird ihr sehen. Wollen wir noch ein Stück weiter runtergehen oder? Sollen wir das lieber jetzt machen? Ja, bevor sie uns hier noch verhungern. Könnte ich dann auch noch mal was von. Ja, egal. Oh, danke. Bitte. Also, wer möchte als erstes? Ich. Gut. Digga, das sieht aus wie ausgekotzt, gegessen und ausgeschissen. Runterschlucken. Ah, Nase zu durch. Oh. Oh. Es hat funktioniert. Mir ist übel, mir ist schlecht und ich glaube, ich habe die Männergrippe. Ich bitte noch hier bleiben. Ui, ich sehe gar nichts mehr, Alter. Das. Boah, Alter. Geht mir mies. Ui, das sieht voll lustig aus. Wollen Sie das nicht trinken? Doch. Ja, dann machen Sie das. Es hat funktioniert. Ja, das ist. Oh, und ich. Oh. Die Minenarbeiter machen das dann sauber. Ja, die Minenarbeiter. Aber es hat funktioniert. Ja, das ist. Ich habe. Es geht nicht weg. Warten Sie. Haben Sie was. Ja. Ja, Bohnen. Digga. Warum brauche ich jetzt. Einfach weil. Klappt. Damit es mir nicht. Also, ja. Das geht gar nicht. Boah, da geht's noch nicht so übel. Das ist doch funktioniert. Ja. Das schmeckt nach Milchschokolade. Das schmeckt nach englischem Frühstück. Alter. Ich jetzt. Ja, jetzt haben wir aber immer noch einen Wolf in der Stadt. Aber das bereden wir unter zwei Augen. Beziehungsweise. Das ist Seibert. Unter vier. Tobias. Beziehungsweise unter vier Augen mit der Stadtwache. Es geht nicht weg, ich kann nicht mehr schnell laufen. Das wird gleich vorbeigehen, bestimmt. Ich sag's dir, das wird doch bestimmt noch so eine Weile bleiben. Oh Gott, ihr hört euch beide nicht gerade besonders gut an. Oh, mir geht's wieder besser, Alter. Spontane Heilung. Ja, der Herr Olaf ist definitiv wieder der Alte. Mhm. Meine Liebe. Ekelhaft. Boah. Kann ich eigentlich? Aber könnte ich die Flaschen wieder haben? Bitte sehr. Ich würde da nicht noch mehr draus trinken. Echt, ne. Ich würde halt vor die Kotze rauskratzen. Das werde ich schon machen. Sie können ein bisschen dran schlagen. Ja, die Wiener machen das schon weg. Boah, ja. Können Sie uns jetzt bitte wieder hier rauslassen? Wir sind hier eingesperrt. Aus gutem Grunde. Und da wir jetzt wieder Menschen sind, ich werde hier gegen meinen Willen festgehalten. Ich möchte hier raus. Wirklich funktioniert? Ja, also ich sehe nichts mehr. Geh mal her. Gut, warum? Oh Gott. Das war jetzt. Es ist weg. Aha, Ike, was ist das? Was ist was? Bist du über deinem Kopf? Na, spaßen Sie nicht rum. Nein, also ich denke, das ist ein Helm.
Herr Melvin, darf ich bitte einmal? Bitte. Noch nicht, noch nicht. Bald, aber noch nicht. Die Zeit wird kommen, mein junger Partner, Mann. Komm jetzt hier nicht raus. Und wie geht's? Ich mach schon mal den Weg oben. Jetzt mal ernst, ehrlich? Ja. Ich hab nur nie so was Beschissenes getrunken. Olaf ist gegangen. Er hat einen anderen Weg benutzt. Ja. Ja, das geht ja auch noch. Ich weiß nicht mehr was. Kannst der Zaun bitte weggehen? So. Ja, na dann. Nee, ich leg mich hin. Ja, ist okay. Vielleicht auch besser so. Ich. Oh ne. Ruhen Sie sich aus. So. Oh Gott. Aber es hat geklappt. Es hat geklappt. Und wegen dem dritten Hund. Da, mit dem wollten. Du Hund? Dieser Olaf. Ruhen Sie sich. Wegen dem dritten Hund. Mhm. Wie haben Sie sich das vorgestellt? Sie wollten ja ein bisschen was an ihm testen. Ich sag jetzt nicht unbedingt testen. Aber wie Sie sehen, sind Wölfe sehr stark und. Ja. Naja, mit dem richtigen Schwert, den da unten, dann konnte ich ja erlegen. Mhm. Ah, wie gesagt, man könnte die Wölfe auch zu ihrem eigenen Nutzen machen. Sie werden hoffentlich, sie wissen hoffentlich, was sie tun. Und natürlich. Wenn es soweit ist, kommen sie zu uns und die Stadtwache hilft ihnen. Okay, gut, zu wissen. Und ich hätte aber gern mein Silberschwert wieder. Ach, stimmt, ja. Hallo. Hallo. Und nehmen Sie sich. Kannst du mal kurz da weggehen? Nehmen Sie sich bitte den jungen Mann mal zur Brust. Mhm. Oh, darf ich mal dran nuckeln? Nein, dürfen Sie nicht. Ja. Ja, er ist ein schwieriger, aber. Jeder hat seine Stärken. Er hat aber nur Schwächen. Oder Schwächen. Ja. Okay, ich werde mich jetzt erst einmal hinlegen und den Erfolg genießen. Mhm. Und wir werden uns sicherlich in den nächsten Tagen nochmal sprechen. Ganz sicher, bestimmt. Okay, dann einen schönen Abend noch. Ihnen auch.